Jetzt sind wir, glaube ich, ganz woanders wieder. Umhang der Treue und Güte. Wo führt sie wohl hin? Das Athenium. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Accio-Brücke. Ins Handy. Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Revelio. Geklappt. Das war ja klar. Das sind Wachen. Reparo. Warum sollte ich die alte Magie verbrauchen? Wenn das immer so laufen würde, so rund. Ah. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern zeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Revelio. Na komm. Ah, der lädt sich noch auf, der Zauberspruch. Revelio. Wie kommt man dahin? Revelio. Ah, Geheimnis. Ja. Dein Ausrüstungsplatz ist voll. Verkaufe überschüssige Ausrüstung. Langsam anfangen, Sachen zu verkaufen. Jetzt schnell.
Bob. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Revelio. Oh. Unten bewegt sich was. Eieiei. Identifiziere neue Ausrüstung, verkaufe nicht nötig und erhöhe die Ausrüstungskapazität durch Abschluss von Merlins Prüfung zwischen deinen Aufträgen. Okay. Na, das bringt uns ja jetzt nichts. Was ist das, das, was ich gerade eingesammelt habe? Ich komme aber wahrscheinlich nicht nochmal zurück, oder? Geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. 40. Wow. Nein! Uff. Deine Reise ist beendet. Ich bin gestorben. Nein!
Furioso. Potato, Stufo. Bam. Akio. Ah, ich falle gleich schon wieder runter. Stufo. Nein, nein. Nein! Ein Mädchen für Magie. So, langsam habe ich's raus, glaube ich. Es ist also doch ein Buch. Wieder in Denkarium. Das nächste Puzzlestück. Irgendein Dorf. Es regnet endlich. Trocken. Die Brunnen waren schon ausgetrocknet. Ach, haben die jetzt Hogsmeade erschaffen oder ist das jetzt irgendein random Dorf? Nein, es könnte Hogsmeade sein. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgenock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen.
Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Wir sind auch einer davon. Und sie hat auch erst in der 5. angefangen in Hogwarts. Genauso wie Rookwood. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Ah, verpfeift er uns. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Er verpfeift uns nicht. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Er hat uns nicht verpfiffen. Geheimnisse der verbotenen Abteilung. Level 8. Wir müssen jetzt Sachen verkaufen.